Oh, hallo Freunde der Nacht. Es ist wieder soweit. Gruselstunde mit Mildsee. Ich sage mal jetzt halt ganz vorsichtig. Finale. ich war doch in dem Raum, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da liegt was. Das habe ich übersehen. Gelee-Bohnen. Wollen Sie den Beutel öffnen? Ah, natürlich. Lecker Gelee-Bohne. Jelly Beans. Da ist ein Schlüssel. Betor. Yeah. Ui, endlich geht's weiter. So. Ja, das war der Videoband, oder? Genau, da muss ich nämlich hin. Ja, den hätte ich aber auch irgendwann gefunden, aber bevor ich dort ziellos umher irre. So, da waren auch die Türe. Und da ist jetzt auch was. Stromraum, können wir euch erinnern. Wollen Sie den Strom? Der Stromgenerator arbeitet. Wollen Sie den Schalter drücken? Ja. Der Strom ist abgeschaltet. So, ui. Jetzt der Schlüssel mit dem Strom. Muss ich die Tür nochmal finden? Das ist jetzt das einzige Problem. Jetzt müssen wir nur noch den Raum nochmal finden. Die Leichenhalle. Wo war nochmal die Leichenhalle? Ja, da geht's zur Schule. Ich bin ganz in der Nähe. Das ist ganz in der Nähe der Leichenhalle. Jetzt gehe ich gerade mal in dieselbe Tür nochmal rein. Oh. Silent Hill in Orientierung. Ich sind Feinde. Oviel war es nicht. Hagit. Oviel. Da geht's zum Aufzugraum. Falek durch die Uhr. Ah, das da. Ja, das war der Vogelkäfig. Also langsam müsste ich doch jetzt wissen. Alle Türen. Das war der Wasserhahn. Der Wasserhahn, der Wasserhahn. Drups, drups, drups. Der Gummiballe, Gummiballe. Dups, dups, dups. Das ist der Aufzug. Das kann doch jetzt nicht weit sein. Durch Hagit. Da geht's in die Schule. Richtig. War denn die Schule unten? Nee. Oh, jetzt brauchen wir nur noch den einen Raum. Dann haben wir's, Jungs, dann haben wir's. Weil da gibt es den Schlüssel des Asteron. Und mit dem Schlüssel öffne ich die Türe. Und dann gibt's endlich die Scheibe für die Tür. Die letzte. Und dann haben wir's gepackt. Ich war doch im letzte Part war ich da. Ist jetzt 15 Minuten her. Fuck it. Sternzeichenzimmer.
Schluss klemmt. Also ich gucke jetzt nicht mehr auf die Uhr. Wir spielen jetzt den Part, egal ob jetzt eine Stunde geht oder nicht. Ziehen wir jetzt durch, Jungs. Ah, am Tover. Ach gut, okay. Ah, okay. Da war die Lösung des Rätsels. Aber das haben wir ja schon lange gelöst. Das war halt dann die Lösung. Aber ich suche den Raum nicht. Ich suche hier einen anderen Raum. Ich suche die Leichenhalle. Vogelkäfig. Wo war jetzt nochmal die Leichenhalle, Mann? Wasserhahn? Ganz in der Nähe. Das Kellerjahr. Das war die Tür, wenn ich jetzt einen Chat hätte, könnte ich ja den Chat fragen. Das war die Tür, wo der Schlüssel mit dem Strom war. Sein. Jetzt! 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 Jawohl! Ah, endlich! Okay. Geil! Den Ausgang finde ich jetzt. Jetzt haben wir's. Das war aber nicht der Schlüssel, das habe ich jetzt kaum vor lauter Freude. Schlüssel des Arathron. Das ist im Falleck. Muss ich nochmal durch den Raum des Falleck gehen. Das finde ich jetzt. Das weiß ich, wo es ist. Und der Schlüssel des Arathron benutzen. War das klar der Raum? Ne, das war B-Tor. So, einfach nur noch die zweite Tür, die eingeritzte Tür finden. Dann haben wir's, Jungs, dann haben wir's. Dann haben wir es gepackt, da ist er. Everything is going according to plan. Sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Okay. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear. Promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain.
pain, it's sure to come. But that will take time. Okay, machen Sie da Experimente. Da ist eine Ouroboros-Scheibe mitnehmen. Ja. Alessa. Okay. Speichern wir noch ein letztes Mal. Ja. Zwölf Stunden pure Angst. Grusel. Ah, jetzt ist es soweit. Okay. Patrick, willst du bei seinem Finale? Mit? Dann geht's los. Lass doch das kleine Mädchen gehen. Mann! Just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No! I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. So busy, Mommy. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mm-hmm. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Okay. Die Türen sind alle zu. Let's go! Finale. Oh. Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. Okay. Jetzt verstehe ich. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Okay. Waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Stop. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise, my daughter will be the
of God. Move away. Scary. It's awakening. It's awake. Now no one can interfere. Cheryl! Give up. That person no longer exists. This is a god descending among us to reach out and save us! Zeuge Jehova. Oh, Mann. Okay. Oh, rot. Das ist der Lichtstellenbus. So. Ja, vielleicht der geblitzdingst. Aber mein Blick. Okay, hopp. Doch das Gewehr. Schrotflinte habe ich nicht das Gewehr. Okay, hopp. Ich habe noch eine Tonikum. So. Du warst schon mal Tochter, jetzt bist du gut. Jetzt Controller weglegen. Ich hab's tatsächlich gepackt. Der Gott ist besiegt. Es war mal meine Tochter. Okay. Cheryl. Thank you, Daddy. Goodbye. Cheryl? Can't be. Can't leave like this. This can't be happening. Cheryl? Cheryl! Ich hab leider nichts Beste in dir gepackt, aber ich hab's gepackt. Ja, da geht's so Kitao. Der Keichiro Toyama, da sind sie alle, die Japaner. Der Akihiro, ja, danke für das tolle Spiel her. Ich hab doch 20 Parts hätte ich gebraucht. Ah, jetzt gucken wir mal noch, was für Ranking ich hab. Wie gesagt, das Spiel kann man noch öfters durchspielen und da gibt es noch bessere Ende. Also ich habe meine Tochter jetzt nicht gerettet. Ich habe sie erschießen müssen. Aber sie war dann doch in Friede. Ja, es war toll, Herr. Wie lange hätte ich jetzt gebraucht? Ein halbes Jahr? Ja, doch. 20 Teile. Der Akira Yamaoka, der macht super Musik, der hat auch zeilenhimmelswertige Musik gemacht. Das würde ich gern noch spielen, aber wenn jetzt leider der PC nehme. Könnte ich es, wenn ich Welgato spiele. Aber wie gesagt, vielen Dank. Auch die, wo noch am Schluss da dabei geblieben sind. Danke PvP, okay. Noch danke an Retox.
der ist nämlich anwesend. Weil bei ihm habe ich aufnehmen können. Und um das Licht da, vielleicht reagiert er dann. Ich will Danke sagen. Was? Ja, ich will Danke sagen, mein Herr. Ich war dich. Ah, ich komme. Ah ja. So, jetzt sehen wir mich auch mal in voller Prang. Wo, die Kamera ist so gut, kannst du sogar auf die Couch setzen. Ich bin gerade da auch. Ja, ich muss trotzdem Danke sagen, dass ich bei der Aufnahme gekonnt habe. Kein Problem. Ein halbes Jahr habe ich jetzt gebraucht, ja. 1999. Ich habe es an, ich habe es gepackt. Ist doch schön. So, jetzt sehen wir mich da in voller Auto noch das Finale. Okay. Ja, da gibt es noch, Cutscenes noch. Lisa Garland, ja. Der Kaufmann, den hätte ich nicht gerettet, dann hätte es mir nicht das bessere Ende gegeben. Sibyl, den wir leider auch töten müssen. Ja, aber wie gesagt, du meine Tochter. Cheryl Mason. Das nochmal. Daumen hoch, genau. Ja, genau, Daumen hoch. Alisa Chilepsi. Ah, Auto. Cooles Ende her. Hoppla, ich will ins Küsse. Daumen Chilepsi. Okay. Und natürlich da unseren Harry. Der Harry! Oh, der steht wieder. Ah, das ist die Recap am Anfang. Harry Mason. Harry! Der ist mit mir ein halbes Jahr durch die Nacht gewandert. Ja, der war auch dann verwandt, oder? Da, jetzt hat. Game Result. Mode easy, okay. Game clear ends, wenn's erste Ende. Ending bad, ja. Wenn's schlechte Ende kriegt, aber egal. 52 Mal habe ich gespeichert. Nur 3 Mal bin ich kaputt gegangen. Total 12 Stunden, 12 Minuten 43. Ich bin über 6 Kilometer bin ich gelaufen. Und gerannt eine 20 Kilometer. Items habe ich nicht alle gefunden, 147 von 204. Defeated Enemy bei Fighting, 33, also mit dem Stock, und 68 Gegner erschossen. Your Rank 2 Sterne. Trotzdem war auch gut. Okay. Next Game Mode normal, machen wir nicht. Gespeichert. Speichern. Next 4. Okay, aber das machen wir nicht. Weil ich meine, das Spiel noch mal spielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, das geht noch weiter mit dem neuen Projekt. Ja, was als nächstes Gruselstunde, Silent Hill 12 würde ich gerne machen, aber. Ja, bei mir geht's nicht. Ne, vielleicht machen wir Resident Evil. Resident Evil 2 hätte ich Lust. Das sehen wir wohl noch. Allerhaupt also, dann, wie immer, muss ich jetzt nochmal sagen, schöne Albträume noch im Heller jetzt hat. Sag ja. Du für mich. Nee, du, das du, ist deine letzte. Du musst jetzt hat. Allerhaupt also, dann sage ich mal jetzt hat. Keine schönen Albträume, jetzt haben wir schöne Träume. Allerhaupt. Also, danke, gell? Und tschüss. Danke, Retox. Bis zur nächsten Gruselstunde. Schaut euch noch Silent Hill 3 an, kann ich euch empfehlen. Ich war's, euer Milzi.
Harry und Silent Hill. Jetzt machen wir aber wirklich Schluss. Und fertig und aus und...